Herzlich willkommen zu Urknall, Weltall und das Leben. Von Aristoteles zur Stringtheorie, da sind wir in dem großen Kapitel Kosmologie endlich da angelangt, wo mal was entsteht, wo was wird und jetzt als nächstes soll Licht werden in diesem Universum. Und dafür braucht es Sterne, die müssen jetzt entstehen. Da heißt es gerne so lapidar, naja, irgendwelche Molekülwolken kollabieren unter ihrer eigenen Last. Das ist tatsächlich nicht so ganz einfach. Das werden wir uns heute mal im Detail anschauen. Und dabei werden Begriffe fallen wie Hayashi-Linie. Und das Ganze wird eingeordnet werden in einem Hertzsprung-Russell-Diagramm. Ich würde sagen, mitten rein legen wir los. Was macht denn nun den Kollaps einer solchen Molekülwolke so schwierig? Klingt doch plausibel. Irgendwelche massebehafteten Teilchen sind da unterwegs. Es gibt die Gravitation in diesem Universum, die danach trachtet, alles, was Masse trägt, mit allem anderen, was Masse trägt, irgendwie zusammenzubringen. Ja, dann fällt es halt in sich zusammen. Ja, Moment, da gibt es Gegenspieler und die erweisen sich als ziemlich mächtig. Wir haben ja alle schon gesehen in der Thermodynamik, dass wenn wir ein Gas komprimieren, dann erhitzt es sich. Es entsteht ein innerer thermischer Druck. Den gilt es jetzt als Molekülwolke zu überwinden. Dann hat das Ganze irgendwie einen zufälligen Ausgangsdrehimpuls. Das ist eine Erhaltungsgröße, die erweist sich als widerspenstig, wenn das jetzt verkleinert wird, das Volumen. Das ist der Effekt als Pirouetteneffekt, ist ja bekannt, eben, wenn Sie so mal als Kunstläuferin betrachten, die die Arme anzieht, dann wird die einfach schneller. Drehimpulserhaltung. Das führt wieder dann zu Fliehkräften, die müssen sie dann wieder in umgekehrte Richtung überwinden. Dann, wenn es kleiner wird, das ganze Volumen, dann müssen sie plötzlich auch Magnetfeldlinien komprimieren. Wenn da irgendwelche Ladungen eine Rolle spielen, die sich bewegen, induzieren sie sofort irgendwelche Felder. Dann haben sie Feldlinien. Die Dichte der Feldlinien bestimmt die Stärke des Magnetfeldes. Oh, das ist alles unangenehm, wenn Sie das komprimieren wollen. Dann müssen Sie einen magnetischen Druck überwinden. Also so ganz einfach ist es nicht als Molekül, wenn man jetzt hier irgendwie so einen Stern zünden möchte. Die Molekülwolke muss trickreich vorgehen, wenn sie Erfolg haben will. Es muss eine Möglichkeit der Kühlung geben. Weil je mehr sich das Zeug aufheizt und je stärker der thermische Druck wird, umso schwieriger ist der Kollaps. Also, na gut, dann lassen wir die Wolke eben kühlen. Erstmal müssen wir schon mal möglichst kalt starten zu Beginn. Wieso sollten wir es uns schwerer machen, als es sein muss? Das heißt also, die Wolke sollte durchaus nur 20 Kelvin vielleicht haben oder idealerweise noch kühler sein. Und dann im weiteren Verlauf, wenn sie wärmer wird, muss diese Temperatur irgendwie abtransportiert werden. Das geht am effektivsten in einem solchen Hochvakuum durch Strahlung, durch Wärmestrahlung, weil Wärmeleitung, das ist alles ein bisschen schwierig. Strahlung heißt, wir müssen irgendwas anregen in der Wolke und irgendwas auf ein angeregtes Niveau bringen und wenn es dann zurückgeht in den Grundzustand, dann wird diese Differenzenergie zwischen angeregtem und Grundniveau wird eben dann abgestrahlt in Form eines Photons. Das Photon kann idealerweise mit einer geeigneten Wellenlänge die Wolke verlassen. Schwupps, schon sind wir die Energie los. Also, was hätten wir da auf der Pfanne? Wir könnten irgendwelche Elektronen auf höhere Bahnen bringen. Das ist schon ziemlich starke Energie. Wir könnten irgendwelche geladenen Teilchen auf irgendwelche anderen geladenen Teilchen schießen oder einen Zusammenstoß verursachen. So eine Art Bremsstrahlung. Das heißt, wir haben hier ein Feld, ein elektromagnetisches Feld um die eine Ladung und dann kommt eben so eine zweite Ladung daher, irgendein Teilchen, irgendein Proton oder was. Und dann wird es gebremst im Coulombfeld des ersten. Und diese Bremsung, immer wenn eine Ladung beschleunigt wird, egal ob positiv oder negativ, dann beginnt sie zu strahlen. Das haben wir ja schon detailliert beackert. Also, wie kriegen wir es beschleunigt? Entweder wir haben ein Magnetfeld
Und das zwingt irgendwelche geladenen Teilchen auf enge Radien. Dann haben sie eine Beschleunigungskraft, die hier wirkt. Oder wir bremsen sie. Also im ersten Fall reden wir von Synchrotronstrahlung, im zweiten von einer Bremsstrahlung. Wir könnten auch einfach nur durch beliebige Stoßanregungen oder andere Anregungen irgendwelche Elektronen höher bringen, die dann wieder runterpurzeln. All das trägt schon mal jede Menge Energie raus aus so einer Wolke. Da kommen sie schon ziemlich weit runter, aber irgendwann sind sie nicht mehr in der Lage, diese hohen, relativ hohen Niveaus anzuregen. Da reden wir schon von Elektronenvolt. Also das ist schon eine Ansage erstmal für so eine Wolke. Wie kommen wir noch weiter runter, wenn wir nutzen, dass solche Moleküle auch ein bisschen schwingen können? Das ist jetzt eine viel softere Energie. Sie können das also auch irgendwie anregen, das ist ein Molekül, und dann wird es wieder in den Grundzustand übergehen und diese geringere Differenz geht raus. Oder das Ding kann insgesamt rotieren. Da gibt es so eine Rotationsenergie, die Sie anregen können. Das sind alles sanfte, niedrige Energieformen. Da kommen Sie dann sehr, sehr weit runter. Da können Sie die Wolke sehr effektiv kühlen. Und diese Wellenlängen sind immer bestens geeignet, um die Wolke dann erfolgreich zu verlassen. Dabei sieht man schon sehr schön, wie wichtig die Anwesenheit von Molekülen wirklich ist, weil sie eben diese schönen Eigenschaften mitbringen, schwingen und rotieren und sonst was zu können. Jetzt ist das gar nicht so einfach in den Randbereichen dieser Wolken. Da kann jetzt auch harte UV-Strahlung von den benachbarten schon fertig und erfolgreich komprimierten Sternen draufklatschen. Diese harte UV-Strahlung vernichtet, dissoziiert jetzt diese Moleküle. Das heißt, es ist zugleich auch gut, wenn die Wolke über einen Mechanismus verfügt, solche Moleküle selber auch wiederherzustellen. Da ist jetzt Staub wichtig. Da kommt der ins Spiel, weil diese Saatkörner, diese kleinsten Störungen in dem ganzen Gebilde, sind effektiv als Anlagerung von Atomen. Hier können wieder Molekülketten und Moleküle gebildet werden leichter. Also das ist so eine Schmiede für Moleküle innerhalb einer Wolke, wenn die an den Rändern irgendwie zerstört werden. Und den Drehimpuls, den können wir jetzt nicht irgendwie wegheizen oder so oder wegkühlen, sondern den müssen wir komplett überlisten. Was dazu führt, dass wir eine Erhaltungsgröße jetzt nicht so ohne weiteres loswerden, aber wir können sie geschickt umverteilen innerhalb der Wolke. Der Gesamtdrehimpuls von außen betrachtet bleibt natürlich erhalten, aber innerhalb der Wolke gibt es eben Teilbereiche, lokale Bereiche, die anders hier kollabieren, die sich vielleicht sogar irgendwie umeinander drehen. Dadurch wird auch Drehimpuls umgearbeitet in anderweitige Drehungen. Nicht nur, dass sich die Wolke als Ganzes dreht, sondern Teilfragmente sich ineinander, umeinander und in sich drehen. Also da können wir den Drehimpuls überlisten und umbauen in Teilaspekte, die uns dann nicht mehr im Wege stehen. Das sehen Sie jetzt hier in diesem Bild im Hintergrund. Das ist eine ganz berühmte Aufnahme aus dem Adlernebel. Und da sehen Sie, wie schon zwei lokale Gebiete erfolgreich hier kollabieren, die sich entkoppelt haben von dem allgemeinen mittleren Zustand dieser Wolke. Wenn es ganz gut läuft, können diese lokalen Bereiche sogar ein bisschen aneinander reiben. Dadurch könnte man sogar ein bisschen Drehmoment aufbringen und dann dadurch ein bisschen Drehimpuls sogar abarbeiten. Aufgenommen wurde das Ganze mit dem Herschel-Teleskop, also im Infraroten, noch vor dem James Webb. Und wir sehen hier ein Sternentstehungsgebiet 1400 Lichtjahre entfernt im Sternbild Adler. Das sind etwa 65 Lichtjahre Ausdehnung dieser Aufnahme. Und da kann man eben jetzt im Infraroten ungefähr 100 solche Protosterne, wie man das schon nennen kann jetzt, solche Vorläufersterne kann man hier schon herausarbeiten. Die sind hier eingebettet in
in diese ursprüngliche Wolke und weitere 600 kontrahierende Vorstufen sieht man hier schon in dieser sehr stark fragmentierten Dunkelwolke. In den beiden helleren Bereichen, da ist es dann tatsächlich schon Protosternen gelungen, Wasserstoff zum Leuchten anzuregen. Dieser Drehimpuls ist übrigens auch die Triebfeder dafür, dass letztendlich bei diesen kollabierenden Strukturen Scheiben entstehen. Dass also zum Beispiel um einen solchen Stern eine Akkretionsscheibe sich bildet, auch später dann innerhalb der Scheibe sich Planeten dann herauskristallisieren können, die dann wiederum um sich herum Scheiben bilden. Warum? Woher kommt das eigentlich? Das ist schlicht und ergreifend die Rotation dessen, was sich hier verdichtet. Und natürlich ist der Kollaps sphärisch symmetrisch. Natürlich geschieht er von allen Seiten gleichermaßen. Ist ja überall Material, das gravitativ angezogen wird. Aber wenn Sie jetzt hier nach innen wollen, als Molekül oder als was auch immer, und das Ding dreht sich, dann gibt es welche, die haben ein Problem, nämlich die, die senkrecht zu dieser Drehachse nach innen wollen, weil die, das ist jetzt wie beim Kettenkarussell, nach draußen gedrückt werden. Während die, die entlang der Drehachse nach innen wollen, mit dieser Rotation überhaupt keinen Stress haben. Was dazu führt, dass die tendenziell leichter kollabieren, die anderen, die Verlierer dieses Prozesses, die bleiben dann in der Scheibe übrig. Deshalb bildet sich bei einem sphärisch-symmetrischen Kollaps tatsächlich eine tendenziell zweidimensionale Struktur aus. Alles in allem können Sie diesen Kollaps relativ einfach rechnen. Das geht zurück auf einen Mathematiker und Physiker, den Sir James Hobward Jeans. Entsprechend nennt man diese nötige Masse, die da sein muss, damit so ein Kollaps funktionieren kann. Masse ist es ja, was die Gravitation treibt, was also die Stärke der Gravitation sicherstellt. Und diese sogenannte Jeans-Masse, die, wie Sie ja sehen, die hängt also mit 1 durch Wurzel aus der Dichte etwa ab. Oder mit die ganzen Konstanten sind natürlich uninteressant, KT und die Gravitationskonstante. Aber was interessant ist, ist dann die Molekülmasse. Und davon hängt es eben dann hoch 3 halbe ab. 1 durch μ, 1 durch μ, diese Molekülmasse und dann hoch 3 halbe. Damit können Sie also von außen her schon mal so eine Wolke betrachten und können schon mal sagen, naja, die Moleküle da drin, die haben so eine mittlere Masse und eine gewisse Dichte und das wird schon klappen. Oder es hilft Ihnen, es spielt Ihnen jemand in die Karten und triggert das Ganze. Weil so eine Wolke, die noch ein bisschen zaghaft ist und vielleicht so grenzwertig unterwegs ist oder wahnsinnig lange erstmal braucht, im Prinzip schon die Jeansmasse hätte, aber bis das dann alles erstmal wirkt, über diese immensen Skalen hinweg, da ist es natürlich gut, wenn von außen jemand kommt und mal so ein bisschen einen motivierenden Schubs gibt. Zum Beispiel könnte ein Stern außerhalb schon einen kompletten Zyklus durchlaufen haben und eine Supernova-Explosion auslösen. Dann würde die Druckwelle dieser Supernova natürlich die Wolke wesentlich beeindrucken, würde Teilbereiche groß kollabieren lassen, zusammenschieben und dann lokal würden die Dichten dort ganz locker zu einer Sternentstehung führen. Das sind also so ja, Geburtshelfer, oder die induzieren diese Sternentstehung erstmal. Alles, was hier von außen als Druckwelle geeignet hier die Molekülwolke ein bisschen durchschüttelt. In letzter Zeit, da gingen ja einige Molekülwolken durch die Presse, weil das James-Webb-Teleskop hier wunderbare Bilder gemacht hat. Einmal der Carina-Nebel, da reden wir so von 7700 bis 9600 Lichtjahren Entfernung. Und das Ganze hat eine Ausdehnung von 200 bis 300 Lichtjahre. Das sind natürlich schon grandiose Aufnahmen solcher Wolken. Man darf halt nie vergessen, dass es sich im Endeffekt um ein Hochvakuum handelt. Ganz wenige Teilchen hier nur. Und optisch dick, dieser Eindruck, da ist so eine Wolke, so eine Dunkelwolke wirklich, der entsteht eben nur dadurch, weil die Sichtlinie durch ein unglaublich weites Medium hindurch muss. Auch wenn das Medium lokal extrem dünn ist, wenn Sie ganz, ganz lange durch dieses Medium hindurch schauen müssen als Photon, wenn Sie also eine ganz lange freie Weglänge brauchen und
früher oder später dann doch irgendwo mal dagegen knallen, obwohl die lokale Dichte relativ gering ist, dann wirken sie optisch dick. Sie sind aber eigentlich nur deshalb optisch dick, weil sie so extrem groß sind. Und das Licht deshalb früher oder später eben doch den Weg nicht packt hindurch. Der Adlernebel, das ist natürlich ja, der Paradefall eines solchen Sternentstehungsgebiets. Also da reden wir von 6500 Lichtjahren Entfernung ungefähr. Und also Richtung Sternbild Schlange. Und da haben wir auch schon in der Videoreihe Einblicke ins Weltall schon einen eigenen Beitrag dazu gemacht, mit allen Details. Das rolle ich jetzt hier nicht nochmal auf. Ich zeige Ihnen einfach nur die Schlüssel. Aufnahme, das ist noch mit dem Hubble-Teleskop sogar gemacht, aber wunderbar, diese Überblendung aus dem sichtbaren Bereich in den infraroten Bereich hinein. Weil all diese Theorie, wie jetzt Sterne entstehen, so eine Jeans-Masse ist ja schnell mal aufgestellt, an eine Tafel gemalt, aber wir wollen natürlich auch mal sehen, ist das denn wirklich so? Und dafür wollen wir in so eine Wolke hineinschauen, um das zu verifizieren. Und dann sehen wir tatsächlich in diesen Pillars of Creation, in diesen Säulen der Schöpfung, also Vorsicht, lassen Sie sich nicht täuschen, die sind 9,5 Lichtjahre hoch, also enorm ausgedehnt. Das führt dazu, dass jedes kleinste Detail, das Sie hier sehen, jedes kleinste Futzelchen dieser Aufnahme ist viel, viel größer als unser gesamtes Sonnensystem. Also hier entstehen neue Welten, hier kollabieren Molekülwolken unter ihrer eigenen Last. Und das wirklich zu verifizieren, dafür schaut man eben jetzt hinein, auch im Infraroten. Und dann sieht man Sterne, die sind gerade mal 50.000 Jahre alt. Das sind Neugeborene. Also im Mittel. Selbst im Mittel sind die Sterne hier nur ungefähr 800.000 Jahre alt. Also das ist, ja, das ist ein Kindergarten, ein Sternkindergarten, den wir hier sehen. Und wenn Sie sich mal gedanklich auf so ein Objekt stellen und dann wird wieder zurückgeblendet, dann verschwindet das wieder in dem Sichtbaren, in dieser dicken Suppe. Da sehen Sie, ja, diese Sterne, die sind in der Wolke drin. Tatsächlich passiert es da drin. Hier entstehen diese Sterne, hier wird ein Stern geboren. In der theoretischen Betrachtung einer solchen Sternentstehung, da gibt es zwei charakteristische Zeitskalen, die immer wieder auftauchen. Die sollte man kurz vorab vielleicht mal besprechen. Da gibt es die sogenannte Freifallzeit. Das muss man sich so vorstellen, man würde alle Gegenspieler ausschalten und einfach nur mal schauen, wie lange braucht denn jetzt eigentlich dieses Gebilde, bis es komplett kollabiert ist. Und da sieht man schon mal, okay, das geht relativ zügig. Das lässt sich ganz einfach berechnen. Letztendlich ist es nur die Zeit, die ein Teilchen an der Oberfläche eines Sterns bräuchte, zum Beispiel unserer Sonne, um im freien Fall nach innen zu stürzen. Konkret bei unserer Sonne wäre das weniger als eine halbe Stunde, die diese Freifallzeit ausmacht. Die zweite wichtige Größe ist die sogenannte Kelvin-Helmholtz-Zeit. Da geht es jetzt darum, dass ein Gebilde, das im Zentralbereich noch keine Fusion gezündet hat, also hier noch keine entsprechende Energie zur Verfügung steht, um dagegen zu drücken, aber eben trotzdem schon leuchtet, weil entsprechend hohe Temperaturen erzeugt sind, weil die Gravitation drückt und das Gravitationspotenzial jetzt umgesetzt wird in eine thermische Energie. Ja, dann kann man sich halt die Frage stellen, wie lange könnte das Ding denn auf diese Art und Weise leuchten? Da gibt es jetzt so ein Virialtheorem, das besagt, Sie können nicht die Gesamtenergie, die Sie aus dem gravitativen Kollaps hier erhalten, perfekt ideal umsetzen, sondern immer nur etwa die Hälfte können Sie in Strahlung umsetzen, ansonsten wird es irgendwie umverteilt. Und die Zeitskala jetzt ist natürlich eine ganz andere, auf der eine solche Wolke, ein solches Gebilde, oder nennen wir es ja ein Stern, den Begriff Stern wollen wir uns eigentlich vorbehalten für die Gebilde, die dann schon Fusion gezündet haben.
Also wie lange kann so ein kollabierendes Gebilde jetzt tatsächlich leuchten, rein dadurch, dass sie gravitative Energie hier umsetzt? Unsere Sonne etwa 10 Millionen Jahre. Das ist schon eine Ansage. Ganz am Anfang dachte man sogar, dass das die Quelle der Strahlung unserer Sonne wäre. Aber dann hat sich eben sehr schnell herausgestellt, ui, unser Planet ist deutlich älter als 10 Millionen Jahre. Da hat man Funde gemacht entsprechend und dann kam die Theorie ins Straucheln. Dann hat man sich noch gedacht, naja, vielleicht stürzen da so viele Kometen rein, dass das doch wieder irgendwo genährt wird oder so. Und dann war ganz schnell klar, so viel Zeug kann da gar nicht reinstürzen, dass das reichen würde. Es bedurfte also einer weiteren Energiequelle, zu der wir ja noch kommen werden. Aber die Kelvin-Helmholtz-Skala ist auch eine charakteristische Größe, die sehr wichtig ist für das Gesamtverständnis dann dieser Entwicklungen auf dem Weg hin zu dem, was wir dann Stern nennen wollen. Weil in der Wolke jetzt verschiedene Mechanismen stattfinden. Wir haben ja immer noch Moleküle, wir haben jetzt sowas wie H2 beispielsweise. Und früher oder später wird das aber dissoziiert werden, weil einfach die Temperaturen entsprechend ansteigen. Und dann kommt es zu der Grenzenergie und dann trennen sich die. Das führt dazu, dass sehr viel Energie, die von der Gravitation zur Verfügung gestellt wird, aber intern aufgebraucht wird. Wenn Sie sich also so einen Verlauf anschauen, wenn in einem Diagramm, in dem Sie jetzt die Oberflächentemperatur und die Leuchtstärke auftragen, dann stellen Sie fest, ui, da gibt es jetzt einen ganz eigenartigen Verlauf dieser Wolke. Die wird erstmal nach oben gehen, das heißt, die wird heller und sie wird heißer. Sie steigt also so leicht schräg nach oben an. Aber es kommt der Punkt, an dem das passiert. Dann wird ganz viel Energie intern verbraucht. Dann wird der Verlauf horizontal sein. Das Ding wird nicht mehr heller, erstmal für eine Weile, weil die Energie intern verbraten wird. Und dann kommt es sogar zu einem Abfall in diesem Diagramm. Wir gehen wieder ein Stück weit nach unten. Das hat wiederum damit zu tun, dass diese Gebilde in diesem Zeitfenster voll konvektiv sind. Was heißt voll konvektiv? Das ist jetzt wie zu Hause am Küchenherd, wenn Sie irgendeine Flüssigkeit aufsetzen in einem Topf, dann steigt die Flüssigkeit nach oben und kühlt ein bisschen ab, kommt wieder nach unten, näher an die Heizplatte, steigt wieder nach oben, dann bilden sich solche Konvektionsrollen aus. Genau das ist hier der Fall bei diesem Stern, habe ich es Stern genannt, bei diesem Protogebilde, das voll konvektiv funktioniert nach draußen, draußen kühlt es ab, wird gravitativ wieder leichter nach innen gebracht. Und jetzt erreicht diese Kurve, dieser Verlauf, eine gedachte Linie. Das ist hier gestrichelt eingezeichnet, fast so eine senkrechte Linie, leicht geneigt. Und das ist die sogenannte Hayashi-Linie. Geht zurück auf Shushiro Hayashi. Der hat das als erster gezeigt, dass rechts von dieser Kurve kein hydrostatisches Gleichgewicht möglich ist. Unter hydrostatischem Gleichgewicht versteht man jetzt so ein labiles einander entsprechen der inneren Kräfte mit der äußeren Gravitation. Was haben wir innen? Also wir haben den thermischen Druck erstmal, also den Gasdruck. Und wenn die Temperaturen entsprechend hoch schon angestiegen sind, haben wir auch schon einen Strahlungsdruck, weil Photonen natürlich auch hier einen gewissen Druck veranstalten nach draußen. Und wie gesagt, die Fliehkraft kann ein bisschen mitspielen hier. Das, um zurückzukommen jetzt zu dieser Hayashi-Linie, das wird also jetzt hier getrennt durch diese Linie. Rechts davon ist kein solches hydrostatisches Gleichgewicht möglich, links davon eben schon. Und da wird entsprechend dann entlang der Linie verläuft nochmal diese Wolke in diesem Diagramm, macht hier den Sturzflug gewissermaßen und biegt dann ein auf diese Sternreihe, auf das, was man Hauptreihe nennt in dem Diagramm, das ich gleich einführen werde. Also das ist so
Tja, wenn die Hauptreihe die Autobahn wäre, die Sterne hier fahren, dann ist diese Kurve, die ich Ihnen hier eingeblendet habe, das ist die etwas komplizierte Auffahrt zu dieser Autobahn. Also die Wolke muss diesen Verlauf hier nehmen, typischerweise, um dann erfolgreich zu einem Stern zu werden und dann die Hauptreihe bevölkern zu können. Und damit sind wir schon mittendrin im wichtigsten Diagramm der Astronomie, das es erlaubt, einer Spezies, die auf einer Skala von einem Jahrhundert lebt, Sterne zu diskutieren und ansatzweise zu verstehen, die auf Skalen von Jahrmilliarden spielen. Und das geht zurück auf Einar Hertzsprung und Henry Russell. Die beiden haben vor gut 100 Jahren sich einfach mal überlegt, okay, lass uns mal Buchführung machen. Das lohnt immer in der Naturwissenschaft. Und die haben einfach mal ein Sterngebiet betrachtet, wie Sie hier im Hintergrund sehen. Und haben gesagt, lass uns mal Folgendes machen. Wir nehmen mal die ganzen heißen Objekte auf eine Seite. Also wir nehmen die heißen Objekte nach links und die kühleren Objekte nach rechts. Jetzt ist es anders als zu Hause am Wasserhahn. Also die heißen sind die blauen und die kühleren sind die roten. Und dann sieht es folgendermaßen aus. Und jetzt in einem zweiten Schritt nimmt man die leuchtstarken Objekte nach oben und die leuchtschwächeren Objekte nach unten. Und dann kommt es zu dieser extrem interessanten Konstellation. Hier sieht man nämlich plötzlich, das Ganze hat Methode. Sterne verlaufen hier nach einem Plan. Das ist nicht irgendwie zufällig. Nicht jeder Zustand. Nicht jede Konstellation wird hier angenommen in diesem Diagramm, sondern nur ganz spezifische, unter anderem eben diese besagte Hauptreihe, die hier so von rechts unten nach links oben durchzieht. Also nochmal, weil das ist ein bisschen tricky, ich weiß. Die Temperatur tragen wir nämlich von außen nach innen ein in dieses Diagramm, horizontal, und die Leuchtstärke von unten nach oben. Und diese Formation, die so typischerweise eben erstmal nach links oben läuft, und dann muss qualitativ was Neues passieren, weil hier dreht sich die ganze Kurve. Man nennt es den roten Riesenast emporsteigen. Das müssen wir uns noch genauer anschauen, was hier effektiv passiert. Und dann macht es nochmal so einen Schlenker nach unten. Also da müssen wir uns offensichtlich nochmal genauer anschauen, was hier im Detail passiert, sobald ein Stern wirklich gezündet hat. Was heißt zünden? Zünden heißt, er hat so viel Energie hineingebracht in den Zentralbereich, hat den so stark komprimiert, dass dort diese Zufallsbewegung dieser Teilchen so stark angestiegen ist. Einmal wollen sie zueinander wegen der Gravitation, gleichzeitig wollen sie nicht zueinander, weil es den Elektromagnetismus hier natürlich gibt, der gleichnamige Ladungen voneinander trennt. Da gibt es einen Coulomb-Wall zu überwinden. Das heißt, die mögen sich hier eigentlich nicht. Aber die zufällige thermische Energie wird jetzt dazu führen, dass sie sich doch, obwohl sie sich nicht mögen, zwangsläufig so nahe kommen, dass die nächste, die dritte große Kraft im Universum zupacken kann. Die starke Kernkraft, die zwei Größenordnungen obsiegt gegenüber dem Elektromagnetismus, der es abstoßen möchte, das Gebilde. Und diese starke Kernkraft, die allerdings nur eine sehr kurze Reichweite hat, also darauf angewiesen ist, dass die thermische Energie das Zeug in Reichweite bringt, wird sofort zupacken. Das nennen wir dann Fusion. Und dabei wird Energie freigesetzt. Das ist genau die Energie, die hier von Seiten der starken Kernkraft mit eingebracht wird. Weil wenn Sie so ein Objekt fusionieren, bräuchten Sie eine gewisse Kraft, müssen Sie einen gewissen Aufwand leisten, um die wieder auseinanderzubringen. Das ist genau die Energie, die Sie gewinnen, wenn Sie es zusammentun. Energie können Sie ansonsten ja nicht irgendwoher gewinnen oder verlieren. Sie können es nur von einer Richtung in die andere umwandeln. Und das ist hier der Trick. Sie gewinnen unter Anführungszeichen die Energie, die Sie aber tatsächlich aufwenden müssten, um das Ganze wieder zu separieren, um den Ursprungszustand wiederherstellen zu können. Mit dieser Energie, die jetzt zur Verfügung steht, mit diesem thermischen Druck plus diesem Strahlungsdruck,
der dann der Gravitation über viel längere Zeiträume Einhalt gebieten wird, als es jetzt so eine Kelvin-Helmholtz-Zeitskala kann. Jetzt reden wir dann plötzlich von Jahrmilliarden, die so ein Stern leben kann, wenn er entsprechend sparsam umgeht mit seinem Vorrat, wie wir sehen werden. Da gibt es auch unterschiedliche Charaktere unter den Sternen. Und dann haben wir diesen Verlauf in diesem Hertzsprung-Russell-Diagramm, das ich dann nochmal separat in einem eigenen Video detailliert erklären möchte. Bis hierher ging es mal um diese eigenwillige Form der Auffahrt auf die Hauptreihe. Die Zahlenwerte stellen jeweilige Entwicklungszeiten dar. Da sieht man also sehr, sehr unterschiedliche Entwicklungszeiten für diese Wegabschnitte hier in diesem Diagramm. Sie haben ja gemerkt, wie schwer ich mich schon tue, diese Gebilde nicht Sterne zu nennen, weil der Übergang ist wirklich fließend. Da gibt es zum Beispiel eine Klasse, diese T-Tauri-Sterne, bis zu 3 Sonnenmassen ungefähr kennzeichnend, diese Gebilde, die gewinnen schon noch überwiegend aus dieser Kontraktion ihre Leuchtkraft. Aber der Übergang, wie gesagt, das lässt sich nicht so genau separieren. Die sind auch besonders schlau darin, Drehimpuls irgendwie nochmal loszuwerden, indem sie Material nach draußen schießen, in Form von Jets. Klar, sie müssen irgendwie versuchen, Masse rauszubringen aus dem System, um Drehimpuls abzubauen, wenn man so will. Also die Erhaltungsgröße führt dazu, dass sie weiter draußen irgendwelche Objekte brauchen. Massebehaftete Objekte, okay, dann schießen Sie die in Form eines Jets nach draußen. Dann ist in dem lokalen Bereich ohne dieses Material eben entsprechend der Drehimpuls ein Stück weit abgebaut. Das sieht man in diesen Aufnahmen, diese wunderbaren Jets, einmal in unterschiedlichen Wellenlängenbereichen aufgenommen, einmal bei der Entstehung und dann tatsächlich in der Jet-Phalanx. All das nochmal zusammengetragen in einem übergeordneten Diagramm. Was ich jetzt so erzählt habe, das sieht folgendermaßen aus. Horizontal aufgetragen ist jetzt die Dichte oder auch die Zeitskala und vertikal die Temperatur. Und dann sieht man sehr schön, aha, das geht relativ flach los. Nach etwa 1 Million Jahren hat der Druck im Zentralbereich einen optisch dicken Kern gebildet. Die beim weiteren Kollaps jetzt frei werdende Energie kann nun nicht mehr so ohne weiteres diesen Bereich verlassen. Das kennzeichnet man hier als Infrarotabsorption. Also, Temperatur und Druck steigen rapide an. Sagen wir mal so, jetzt macht die Wolke ernst. Der Druck ist sogar in der Lage, erstmals der Gravitation Einhalt zu gebieten. Wir treten also in eine erste quasi statische Phase ein. Der Kern hat zwar nur vielleicht so ein halbes Prozent der Wolkenmasse, aber immerhin, die anfangs riesige Wolke ist auch schon auf etwa 10 hoch 5 Sonnenradien geschrumpft. Und der Kern, oder nennen wir ihn schon mal Protostern, der hat so 1000 Sonnenradien ungefähr. In der nun anschließenden Kelvin-Helmholtz-Kontraktionsphase läuft alles ein bisschen langsamer, der Kern schrumpft langsam, aber sicher. Und die Temperatur und der Druck steigen weiter an, weil eben aus dem umliegenden Bereich der Wolke immer noch Material hinzugewonnen wird. Oberhalb von ja, rund 1000 Kelvin kommt jetzt der nächste Meilenstein. Also hier dissoziieren jetzt diese H2-Moleküle, wie ich das ja gezeigt habe. Und das verbraucht eben jetzt eine Weile lang sehr viel Energie. Und die fehlt natürlich im Kampf gegen die Gravitation. Also eine nächste Kontraktionsphase wird eingeläutet. Sind dann erstmal alle H2-Moleküle zerlegt, hat der Kern nahezu seine Endmasse erreicht. Und ist auch nur noch ein paar Sonnenradien ausgedehnt. Bis zum Erreichen dieser Hayashi-Linie, die eben separiert zwischen, wo ist noch hydrostatisches Gleichgewicht möglich und wo nicht. Von nun an gewinnt der Protostern seine Energie wieder hauptsächlich aus einer Kelvin-Helmholtz-Kontraktion. Nichtsdestotrotz steigen
Druck und Temperatur immer weiter an. So weit, bis es tatsächlich zur Wasserstoffionisation kommt. Das heißt, die Elektronen werden von den Protonen getrennt. Jetzt sprechen wir von einem Plasma. Witzigerweise ist der Protostern jetzt beim Übergang in diese zweite quasi statische Phase trotz seiner doch erklärlich hohen Temperatur mittlerweile inmitten dieser dicken Gashülle nicht zu sehen von außen. Das umgebende Wolkenmaterial hat sich nämlich auch schon erkläglich aufgeheizt, so rund 700 Kelvin heiß. Und es leuchtet hell im Infraroten. Protosterne verraten sich also eher durch das intensive Infrarotlicht ihrer Hüllen, ihrer Gashüllen drumherum. Und erst wenn also ein Großteil dieses Hüllengases auf den Protostern heruntergeregnet ist und diese Gashülle allmählich wieder optisch dünn wird, dann wird der Protostern wie Phönix aus der Asche steigen. Und dann schließlich gelingt es, auf die Hauptreihe einzubiegen. Und dann, von nun an, spricht man von einem Stern, von einem Hauptreihenstern, der in seinem Inneren erstmal noch das einfachste zur Verfügung stehende Material, nämlich Wasserstoffkerne, mit anderen Wasserstoffkernen fusioniert. Es gibt weitere Zyklen, die wir uns noch detailliert anschauen werden. Diese Jets, diese T-Tauri-Sterne, diese sehr jungen Sterne, bis zu 3 Sonnenmassen, die sieht man auch sehr schön auf diesen neuen Aufnahmen des James-Webb-Teleskops. Das sind diese Magma-Lava-artigen roten Stellen, weil der Jet, wenn er austritt aus der Wolke, der interagiert natürlich mit diesem Material, mit diesen Molekülen. Und dadurch sehen Sie auf der Infrarotaufnahme dann eben diese Kleckse, diese roten Kleckse. Tatsächlich sind es Spuren dieser T-Tauri-Jets, die sich hier nach draußen bohren. Ich hoffe, damit sind diese Grundlagen hier schon mal klar geworden. Diese Jets, diese T-Tauri-Sterne, die Begriffe hydrostatisches Gleichgewicht, Freifallzeit, Kelvin-Helmholtz-Zeitskala. Das wird das Rüstzeug sein, um jetzt die Sterne, die das Licht in diese Welt bringen, genauer zu verstehen. Ein Stern ist jetzt geboren. Wie heißt es so schön? Allem Neubeginn wohnt ein Zauber inne. Und diesem Zauber werden wir jetzt in den nächsten Videos, in den nächsten Beiträgen nachspüren und versuchen immer mehr zu verstehen, was Sterne antreibt.